They think driving a train is easy. Well, anyone can do it. We know different. There's years of training. The controls, complex, unique. Quick, read the signal. No room for mistakes. On the clock, from dawn till dusk. You know that line like the back of your hand. Every stop, every bend, every hill, every sign. No 2 days are the same, and no 2 trains are the same. Thousands of tons and hundreds of souls, all relying on you. Manage the brakes, control the speed, and what speed? Heart pounding, adrenaline rushing, eye-watering, breathtaking speed. There's a place where everyone is free to test their mettle, to master their machines, where skills are learned and instincts are honed. A place where drivers perfect their craft on every type of train, over every terrain. So join us. We're ready when you are. We are many. We are rail fans. Train Simulator 2015. Master your machines. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Train Simulator 2015. Auch, ich glaube, ein neues Format, weil ich glaube, ich habe von Train Simulator 2015 noch keine Folge hochgeladen. Ich habe schon ein, zwei gemacht, aber ich glaube nicht, dass sie hochgeladen haben. Kein Plan. Zum Spiel erstmal, das war aber bei seinen Vorgängern nicht anders. DTG. Viele mögen Train Simulator nicht, weil die DLC-Politik von denen etwas ziemlich scheiße ist. Und da stimme ich absolut zu. Trotzdem ist es so ein guter Train Simulator, dass ich die 30 Euro, die eine Strecke kostet, mal gerne auf mich nehme. Also gerne nicht, aber ich nehme sie auf mich. Ich warte extra auf Sales für die meisten Strecken, aber ich glaube München, Garmisch, Partenkirchen habe ich mir ohne Sale geholt. Ich glaube München, Augsburg auch. Bei den ganzen Zügen habe ich, glaube ich, nur auf Sales gewartet. Kein Plan. Auf jeden Fall habe ich 1000 Themen. Und ich wollte keine Standardstrecke nehmen, deshalb habe ich mir mal schnell eine aus dem Forum gegriffen. Für die ein oder andere hätte ich noch was vorbereiten müssen, deshalb habe ich schnell nach einer gesucht. Und zwar fahren wir den Hannover Airport Shuttle. Allerdings nicht die vollen 45 Minuten, sondern ich denke, dass wir zwischendurch abspeichern werde, weil wir haben schon relativ spät Abend. Morgen ist Schule und deshalb nehme ich wahrscheinlich nur die eine Folge auf. Ja, ich habe ein paar Themen mitgebracht. Ein Thema. Deshalb mache ich das jetzt überhaupt auch, weil darüber wollte ich mal kurz was sagen. Es gibt ein Video auf YouTube. Es gibt ein Video auf YouTube, was über 1 Million Aufrufe hat. Und das von mir, nee. Wo die peinlichsten YouTube-Videos, die 5 peinlichsten YouTube-Videos aufgelistet werden. Dieses Video, vor allem das erste, was dort aufgelistet ist, das ist. Das erste, was dort aufgelistet wurde, war schon sehr peinlich. Da kann man nichts anderes sagen. Das war sehr peinlich, aber. Ich finde nicht, dass man das noch extra bloßstellen sollte. Weil ich kann ja mal kurz beschreiben: Da hat ein Mädchen. Weiß nicht, 12 Jahre alt, 13 Jahre alt, 14 Jahre alt, 15. Na, 15 wahrscheinlich nicht. 12, 13 Jahre würde ich schätzen. Ein Lied für Justin Bieber gedichtet. Und das dann auch vorgesungen. Es klingt lustig, es klingt süß, aber es war total peinlich. Weil sie konnte nicht singen. Und ihre Dichtkunst lässt auch zu wünschen übrig, wenn ich es mal so nennen darf.
Also es war. Also er hat immer so längere Ausschnitte gezeigt, wie er das Video gemacht hat. Es war schon. Ja, es war schon sehr peinlich und die dann auch noch bloßzustellen. Das Video wurde danach gelöscht. Kanal weiß ich nicht, aber Video wurde auf jeden Fall gelöscht. Kann ich mir vorstellen, aber es war zwar lieb gemeint, aber man hätte so wie alle anderen machen können. Ich nehme jetzt mal Pinker als Beispiel, weil hatten wir vor ein paar Wochen im Musikunterricht. Das ist jetzt, Alter, wie lange braucht der bitte zum Laden? Also ich habe den Schrecker vorher nicht getestet. Jetzt ist aber auch fertig, passend. Good morning, Driver. Today you will have a return journey from Hannover to the airport and back to Hannover. Was Lies head for Hannover now. You might need to wait a few minutes for green to exit the depot. Ja, ich hab schon grün. Ich ruckel! Ich kann meine FPS gerade nicht sehen, das ist etwas nervig. Ui. Also ich weiß nicht, wie man seine FPS sehen kann. Ich werde jetzt nicht alle F-Tasten durchdrücken, weil daraus habe ich gelernt. Ich muss die Auflösung etwas. Ah, die Auflösung ist sehr komisch. Wenn jetzt mal auf. Das liegt aber an den 1000 Zügen, die hier sind. Also da würde. Also jetzt mal ganz ehrlich, weil es mir gerade einfällt. Ich habe mir mal die Steam, also die Bewertung, die Reviews da durchgeguckt. Einer hat eine schlechte Bewertung gegeben, weil Train Simulator auf den höchsten Einstellungen ruckelt. Jetzt mal ganz ehrlich, man muss Train Simulator doch nicht auf den höchsten Einstellungen spielen. Also es ist. Ich habe hier hoch, es gibt noch sehr hoch und Ultra. Man muss wirklich nicht auf Ultra spielen. So, SIFA, LZB und PZB. Dann das einmal hierhin. Dann gibt es noch was zu tun. Wir könnten das Licht anschalten. Scheibenwischer wäre auch gar nicht so doof. Und das war's. SIFA war hier, das ist okay. Das ist bei vielen Zügen unterschiedlich. Ich muss mich hier gerade konzentrieren. Jetzt kann ich gerade nicht weiter labern. Hat der Zug eine AfD? Nein. Natürlich nicht. Wieso denn auch? Ja. Um mal weiterzumachen. Wie gesagt, man sollte es beispielsweise so machen wie Pink. Die hat ja auch so einen, ich nenne es mal Protestsong, über den damals George W. Bush, über den Präsidenten geschrieben. Und er hat nicht gesagt George W. Bush, sondern Dear Mr. President. Also, so hätte man es auch machen können. Als so eine Art, lieber Leadsänger und bla 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 bla, hätte man sich ja was Schönes einfallen lassen können. Aber, das war schon peinlich. Aber dann extra noch ein Video drüber zu machen, die fünf peinlichsten. Das zweitpeinlichste kennt wahrscheinlich schon jeder, weil, ne, dieses "Ich will Unreal Tournament spielen". Kann ich vorher auch schon, nur nicht das passende Video dazu. Und das habe ich jetzt heute auch gesehen. Brauchen wir nicht drüber reden, oder? Zugbeeinflussung. Ja, ich weiß, Zugbeeinflussung. Das war schon sehr schön. Aber. Übrigens habe ich ein grünes Signal, aber ich kann die PZB nicht freigeben. Naja. So, dann fahren wir mal 60. Ich meine, wir können ja gerade noch so glitschig fahren wie sonst. Das war gestern mal ja gerade eh nicht drin. Ich meine. Da kommt wieder dieses Klischee mit dem Gamer hervor, aber. Essen ist das ein sehr altes Video.
2007 auf YouTube hochgeladen und ich meine, YouTube existiert ja, glaube ich, erst seit 2005. Und war früher auch noch total unbekannt, deshalb. Und, voll cool. LOL. Okay, ich habe gedacht, die. Naja, gut. Dann halt nicht. Oh, richtig was los hier. Zu beeinflussen. Und. Ich meine, mal so hier auf meinen Tisch geschlagen oder so, weil mich irgendwas aufgeregt hat. Oder mal auf die Tastatur, das war vielleicht nicht so gut. Aber auch mal auf die Tastatur geschlagen. Hab ich schon mal, haben wahrscheinlich schon viele. Nur meine Tastatur genommen und mit der Tastatur auf den Tisch gehauen beispielsweise. Also ich weiß nicht, was bei dem schief gelaufen ist und vor allem was bei der Ziehung schief gelaufen ist. Das muss ja, ne? Das Video. Und das regt vor allem, ich habe mal ganz kurz die Kommentare, so ein, zwei Kommentare durchgelesen. Da hieß es auch, da das Video schon älter ist, würde mich interessieren, was mit dem Jungen passiert ist. Und da hat einer dann als Antwort geschrieben. Ich glaube, der hat sich gehört, dann hat er gesagt, nee, kann nicht sein. Aber das halte ich tatsächlich für realistisch, weil bei den Problemen, nenne ich es mal, die der hatte, also ne, ihr könnt euch wie gesagt das Video mal selber angucken. Ich tue beim Zocken, das dann halt auch so los ist. Und ich werde definitiv nicht verlinken. Aber, ne, das ist, Alter, macht mich fertig. Aber das ist wirklich, habe ich einen Langzug? Ja, ich glaube, ich habe einen Langzug. Dann halten wir mal angemessen. Aber so fast ist schon. Danach die Videos gingen dann einigermaßen. Ich meine, man tut nicht treffen gut. Von einem Creeper Angst haben. Also, das war witzig. Das war nicht peinlich, das war sehr witzig. Ich meine, der hat ja auch selbst noch. Ich habe mir das Video mal angeguckt. Gerade am Anfang. Der hat das selbst mit Humor genommen. Das fünfte. Ich glaube, fünftes gab es gar nicht. Don't forget to switch caps. Log. Ne, da war schlecht. Muss ich echt switchen? Ja, das ist mir wunderbar egal. Ja, ich muss tatsächlich switchen. Das hätte ich jetzt eiskalt vergasen. Aber gut. So. Apropos vergasen. Ich höre mir gerade an, erst wieder da und, sehr komisches Buch, aber auch sehr interessant. Wieso kann ich nicht? Ich weiß gar nicht, aber nein. Ich kann das nicht anklicken, das regt mich gerade ganz dezent auf. Aber ich glaube, das ging. Ich spiele ja Train Simulator erst seit 2 Minuten oder so. Man kann das schon mal vergessen. Oh, jetzt weiß ich, woher ich das habe von Trains. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, die Sicherheitssysteme. So, jetzt stimmt's. Also die Videos waren vor allem die ersten zwei, die Ring zum Nachdenken waren. Einmal, weil das wirklich sehr peinlich war, wie kann man sowas nochmal veröffentlichen unter so einem Titel, dass das auch wirklich bekannt wird. Und dann das zweite wegen der Person, weil ich weiß nicht, was bei dem alles schief gelaufen ist. Ich meine, er müsste ja
2007. Vielleicht sogar noch früher aufgenommen. Der ist auf jeden Fall schon älter als ich, wenn er noch lebt. Also das... Ja, das beschäftigt mich tatsächlich etwas. Ich kann mal weiter labern. Ich wusste ja schon länger, ich meine, die ET420 wurde ja aus Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt abgeschafft und ein paar haben sich München ergattert, ein paar ET420. Haben die auch ein bisschen umgestaltet und diese Umgestaltung ist, naja, also ich bin ja eh ein riesiger Fan von der ET420. Fast schon mein Lieblingszug. Ich würde fast so weit gehen und das als mein Lieblingszug behaupten. Und die Typen in München, die haben das schon etwas verunstaltet. Ah, zum Beispiel haben die Geräuschdämmung gemacht. Wie kann man das bei so einem schönen Motor machen, die Geräusche zu dämmen? Das ist... könnt ihr euch mal angucken. Also ein Video habe ich schon gefunden darüber. Vielleicht gibt es sogar noch ein paar mehr. Also, und wenn wir schon mal im Thema Züge sind, ich muss mich hier gerade hart konzentrieren, will ich eigentlich auch gleich aufhören, aber zu beeinflussen. Ich fahre mal nicht so schnell. Weil wegen Zugbeeinflussung. Ich sag M. Dann will ich anfangen, mein Thema anzuschneiden. Muss aber dann irgendwie nochmal kurz über mein M nachdenken, dann vergesse ich wieder mein Thema, sag wieder M und dann denke ich wieder über mein M nach und vergesse dann schon wieder das Thema. Also, ne? Bye. So, jetzt aber kein M, sondern ich will über die Frankfurt, also über das UF15 Projekt von Altair mal kurz was anschneiden, hat ja schon ein kurzes Video angeschnitten. Aber ehrlich gesagt war ich mir da gar nicht so sicher, ob das der Altair ist, auch von OMSI, wobei ich davon ausging, aber ich war mir da nicht so sicher. Jetzt ist ja definitiv bestätigt. Definitiv. Aber also ich hätte meinen Gesichtsausdruck eigentlich filmen sollen. Das war schon. Ich habe immer darauf gewartet, jeden Tag wollte ich hier Google mir Bescheid sagt, dass Altair ein Video hochgeladen hat. Weil ich habe mir gedacht, wenn sein Projekt dann endlich fertig ist, lädt er sicher ein Video hoch. Gibt noch Bescheid oder so. Tag! Deshalb, gestern kam eine Meldung, dass Altair ein Video hochgeladen hat, stand da U4. Hat er jetzt vielleicht den Zug fertig oder hat er sich im Titel verschrieben? Wobei ich von Titel verschrieben ausgegangen bin. Dann habe ich das Video angeklickt und habe ich da wirklich den U4 gesehen. Ah, Leute! Altair, das kannst du nicht machen. Weißt du, kündigt nur die A-Strecke an und dann macht er erstmal das ganze U-Bahn-System. Also außer die U5. Was ich sehr schade finde, weil gerade die U5 ist sehr interessant.
Wobei ich kann auch nachvollziehen, warum Altea die rausgenommen hat. Ich muss gleich erstmal nachgucken, ob ich einen Langzug oder einen Vollzug habe. Wobei man Altea auch zugute halten muss. Ich habe Verspätung wie sonst was. Okay, ich muss mich da mal ein bisschen ins Zeug legen. Niedersachsen ist am Zug. In der Tat. Achso, ja, stimmt, die haben Vierer. Dann habe ich einen Vollzug. Stimmt, die haben ja Viererwagen, die ET424. Übrigens finde ich diese hier sehr. Also die ET425, deren Sound liebe ich. Ich weiß nicht wieso, aber der ist richtig klasse. Ja. Also die Züge sind hoffentlich bald fertig. Die konzentrieren sich gerade hauptsächlich auf die Züge. Ich denke, dass. Also Altea hat geschrieben, dass es noch Fehler en masse gibt. Und dass noch ein englisches Tutorial her muss. Und daran sind die gerade am Arbeiten, aber legen Priorität auf Zug. Dass bald möglichst fertig wird. Also bald möglichst ist ein sehr dehnbarer Begriff, das wissen wir alle. Dann hoffe ich, dass demnächst mal endlich rauskommt. Ich werde mich in diesem Szenario mindestens einmal verbremsen. Mit so einem langen Haken würde ich sagen, beende ich die Folge. Apropos verbremsen. Habe ich gesagt, dass ich mich verbremsen werde? Das ist ja quasi unmöglich bei mir. Verbremst mich doch nie. Kommt mir auf den Schwan. Gesagt, getan, ne? Alter. Wobei, man muss mir auch zugute halten. Ich bin in letzter Zeit sehr viel BR400. Nee, stimmt gar nicht. Ich wollte gerade BR420 sagen, aber das stimmt gar nicht. Man muss mir auch zugute halten, ich bin in letzter Zeit sehr viel BR146 gefahren. Und die hat ja Bremsen wie. Ne? Also fährst im Bahnhof mit 120 rein und kommst noch vor dem Halteschild zum Stehen. Die hat. Also die BR146 hat Bremsen wie. Ich würde fast behaupten, dass der so schnell bremst wie ein Bus, aber leider kann ich das nicht bestätigen, weil Busse fahren gewöhnlich keine 120. Ja, ich bin gleich auf 100% gegangen, das ist immer sehr gesund. Gerade für die Fahrgäste, die alle noch stehen. Yeah. Bei WOS 4 wurde der März angepeilt. Ich hoffe bei. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wahrscheinlich schon, weil der hat ja noch Zugbeeinflussung gesagt. Ich habe gemerkt, vielleicht sollte ich mal wie ist das Ding? Aufmerksam? Nee, wachsam. Vielleicht soll ich mal langsam PZB wachsam drücken. Hab gedrückt und exakt im gleichen Moment, das
deshalb hat er da zur Beeinflussung und Zwangsbremsung auch gleichzeitig gesagt. Exakt im gleichen Moment ist die Zwangsbremsung eingegangen. Exakt im gleichen Moment. Deshalb habe ich mich auch leicht geärgert, dass ich meine, unaufmerksam, okay, aber ich habe gemerkt, scheiße, vielleicht soll ich mal was machen und das ärgert einen dann, weil es so eine Sekunde, von der es abhängig ist. Das ist so nervig, aber naja, gut. Wir werden nur Verspätung kriegen, nur dass das schon mal feststeht. Ich würde sagen, danke fürs Zugucken und adieu. Tschüss.